Wir brauchen jetzt schnellstmöglich den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und keine scheiß Beförderung von dreckigen Konzernen. Lasst euch nicht dauernd erzählen, dass dieses Dorf nicht gerettet werden kann, weil ob dieses Dorf stehen bleibt oder nicht, entscheidet nicht RWE und entscheidet auch nicht die Landesregierung, die gewählt wurde und sich damit profiliert hat, dieses Dorf zu retten, sondern das entscheiden wir Menschen, die da sein werden, wenn die Abrissbagger kommen. Ich befinde mich hier am Tagebau Garzweiler, den ihr hier hinter mir seht. Bereits vor einem Jahr war ich schon einmal in Lützerath, das ihr hinter der Kamera sehen würdet, wenn ihr euch umdrehen könntet. Hier findet heute wieder eine Großdemo statt, also direkt an einem der größten Gründe für die Klimakrise weltweit. Ja, auch ein Jahr später ist Deutschland immer noch Weltmeister beim Abbaggern von Braunkohle. Auch stehen immer noch fünf der schädlichsten Kohlekraftwerke der EU in Deutschland. Es ist also bisher wenig passiert. Auch dürfen nur noch 70 Millionen Tonnen Braunkohle hier aus dem Tagebau abgebaggert werden, um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten. Das haben zumindest Berechnungen aus dem Jahr 2021 ergeben. Also das Budget ist theoretisch sogar noch weiter geschrumpft. Hier in Lützerath verläuft die 1,5-Grad-Grenze. Hier geht es nicht nur um ein Dorf. Lützerath wurde als Verhandlungsgegenstand verwendet und nun aufgegeben werden. Um RWE zu besänftigen. Dabei ist der frühere Ausstieg, hat der frühere Ausstieg gar keinen nennenswerten Vorteil für die Klimakrise. Egal wie oft Habeck von einem guten Tag fürs Klima spricht. Mit dem Kohleausstieg 2030 hier in NRW sollen in dem Tagebau Garzweiler aber noch 280 Millionen Tonnen Braunkohle abgebaggert werden. Das sind also über 210 Millionen Tonnen zu viel. Dadurch überschreiten wir deutlich das 1,5-Grad-Limit. Officially, Lützerath is no longer a village for the people on this planet. It's no longer the home of those who were born here. Today, this village is only a memory for those who lost it and were displaced. Selbst in der Energiekrise zurzeit wird diese 280 Millionen Tonnen Braunkohle definitiv nicht brauchen. Das heißt, Lützerath muss nicht abgebaggert werden. Denn das, was wir an Kohle noch brauchen, befindet sich hinter uns, ist freigelegt und kann abgebaggert werden. Es muss kein weiteres Dorf mehr weichen. Es muss Lützerath nicht weichen. Ja, die Bagger stehen still, in den Geländen, gegen die Kohle. Oh, Bagger, ciao, Bagger, ciao, Bagger, ciao, 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 in den Gelände, gegen die Kohle, gegen Zeck und CO2. Aber anstatt die Energiewende hier vor Ort endlich voranzubringen, hat man sogar um Lützerath und Immerath noch Windräder abgebaut, weil diese dann im zukünftigen Tagebau liegen würden und somit ja, im Weg stehen. Das ist fatal in den Zeiten, in denen die Klimakrise weiter und weiter eskaliert. Mona Neubauer und der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck haben den Kohleausstieg 2030 hier in NRW als Kompromiss, als einen guten Kompromiss empfunden. Das ist kein guter Kompromiss. Das ist keine grüne Politik. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself.